Also, liebe Leute, hallo mal wieder, ich bin's und eine weitere Serie bei der Zerstörung alter Fahrtechnikmythen. Und das ist eine Formulierung und eine ja, isolierte Anweisung auch, die es gibt, die häufig gesagt wird, und zwar bei einem Bunnyhop ist es wichtig, dass wenn das Vorderrad schon oben ist durch den ersten Impuls, Manual-Impuls, dass du dann impulsiv die Hüfte zum Lenker bewegst. Also die Hüfte kommt zum Lenker. Und das wird quasi als Anweisung gesagt. Darauf wollen wir in dieser Folge von der Mythenzerstörung eingehen. Danke nochmal an die Unterstützung für die ganze Serie von F100 Pflegeprodukte und Sauerlandtourismus, die das Ganze ermöglichen. Ja, und ab ins Thema. Zack. Wie bei fast allen Mythen, die wir jetzt heute angegangen sind, ist es so, da steckt ein Missverständnis hinter. Und das kannst du in jeder Bunnyhop-Aufnahme, ich werde hier auch einen reinschneiden und wir zeigen gleich noch ein paar Mal, kann man genau erklären und zeigen, woran das liegt. Es ist nämlich so, dass beim Bunnyhop, du machst den Manual, gehst du explosiv runter, dadurch geht die Federung rein, dann beschleunigst du das Fahrrad nach vorne, du hast diese L-Form, jetzt bist du hier und dein Vorderrad steigt gerade auf und es geht richtig, richtig hoch, je nachdem, wie hoch du den Bunnyhop haben willst. So, und von da aus springst du dann ab, strecken sich die Beine. So, und wenn du das aber machst, wenn du jetzt so auf dem Bike springen würdest, würdest du ja so einfach nur springen. Aber wenn dein Fahrrad schon so steht und du springst, natürlich, und du warst vorher in einer hinten verlagerten Haltung, natürlich kommt dann dein Vorbau, dein Schritt sehr, sehr nah. Trotzdem ist es immer noch ein Sprung nach oben und kein Sprung nach vorne. Das ist fürs Verständnis ganz, ganz wichtig. Und da ist auch das Missverständnis zu sagen, jetzt musst du eine schnelle Bewegung zum Vorbau machen, dass viele dann wirklich sich nach vorne bewegen. Dabei bleiben die Knie dann gebeugt, aber sie kommen nicht in eine volle Streckung, wie es man beim Bunnyhop beim Sprung machen soll. Danach kann man immer noch das Rad nachziehen, aber für den richtigen Absprung beim Bunnyhop brauchst du deine Sprungkraft. Ja, und da ist es natürlich jetzt auch wieder bei den Nachteilen ganz klar, dass oft beim Bunnyhop-Üben eine Sackgasse entsteht. Das heißt, der Manual-Impuls, Videoanalyse, sieht alles ganz gut aus. Und im zweiten Teil dann, wo man hier ist, Vorderrad kommt gerade nach oben, die Beine sind noch leicht gebeugt, man ist jetzt hinten und man will jetzt das Hinterrad mitnehmen, will abspringen. Aber wenn man quasi so sehr im Kopf hat oder diese Anweisung vom Körpergefühl, ich muss jetzt die Hüfte zum Vorbau bewegen, dann ist häufig so, dass dann eher so ein Sprung nach vorne gemacht wird und kein Sprung nach oben, wo deine Sprungkraft, die du brauchst, wenn du jetzt auf so eine Bank springen willst mit einem Bike, ist im Grunde das Gleiche, wenn du ohne Bike drauf springen willst, müsstest du ja auch springen. Du kannst springen und danach kannst du auch die Beine hochziehen, aber erst brauchst du deine Sprungkraft. Und wenn die fehlt, weil du nur dich nach vorne orientierst, gehst du in eine Sackgasse und wirst dich sehr einschränken beim Bunnyhop lernen. Dann war jetzt, ja? Bist du soweit? Ja. Auch wenn ihr noch in der Vorstufe bei der Wippe seid, dann könnt ihr so wirklich schon bewusst oder beim isolierten Üben euch darauf konzentrieren, zu springen und nicht nur nach vorne zu werfen. Ich mache es mal ohne Hindernis vor. Was man oft beobachtet, ich finde es mit dem Stadtrad an der Bordsteinkante mache ich es sicher auch mal, wenn es ganz schnell gehen muss. Aber viele machen es halt so, dass sie nur den Körper nach vorne werfen und dann noch mehr anziehen, die Ferse zum Po, und gar nicht wirklich richtig abspringen. Das wäre eine Gewohnheit, die euch in eine Sackgasse führt, die oft auch davon gefördert wird, dass ihr den Gedanken habt, ich muss mit der Hüfte zum Vorbau. Und das geht ja auch nur vom Timing. Wenn der Lenker gerade nach oben kommt und ihr dann richtig abspringt, dann habt ihr natürlich einen Moment den Schritt quasi voll am Vorbau. Das ist dann nur ein paar Millimeter noch. Aber nicht, weil ihr euch nach vorne geworfen habt, sondern weil ihr aus den Beinen abgesprungen habt, seid und dann kam es halt dazu. Also, den Bunnyhop und dann wirklich aus dem Bein noch hochspringen. Das war jetzt mehr so ein kleiner Trailhop. Reicht auch erstmal. Es geht darum, das Sprunggefühl zu haben. Viel Spaß beim Üben. Was man auch häufig sieht, dass Leute, wenn sie das Timing, wenn so Fehlerbaustellen kommen, bei Timing und Bewegung, dass sie dann quasi anfangen und dann eher so, dadurch, dass sie die Hüfte nach vorne werfen, nur das Gewicht nach vorne bringen und das Vorderrad wieder runterfällt. Weil das Strecken der Beine im Absprung noch fehlt. Genau, und deswegen folgt nicht dem Mythos, Fokus nur auf Hüfte zum Vorbau,
sondern lieber Fokus auf Abspringen aus den Beinen. Und dann könnt ihr es so machen, wie es sich für euch gut anfühlt. Super Sache so. Häufig ist es auch so, dass es eine Kombination von zwei Mythen gibt, die da zusammenkommen. Und zwar weiß ich, dass immer noch manche Trainer oder so das lernen, oder im Bike-Magazin, so steht es auch noch manchmal, dass du für den Bunny-Hop erst beim Manual-Impuls eine Tiefbewegung und dann eine Oben-Hinten-Bewegung mit Beinstreckung machen sollst. Was ja ein gutes Vorderanlupfen ist, aber dann sind die Beine schon gestreckt in dem Moment, wo dein Vorderrad nach oben kommt. Und dann kannst du ja gar nicht mehr richtig abspringen, weil die Beine gestreckt sind. Und dann kannst du nur noch dich nach vorne werfen. Und das wird dann auch gemacht. Und dann hast du auch ein bisschen kleinen irgendwie Hop. Aber weil dir die Abschwungkraft aus den Beinen fehlt, ist das nicht so optimal. Und man kann sagen, ja, du hast diese zwei Baustellen da vermischt. Du hast sofort die Beine gestreckt beim Vorderanlupfen. Und dann hast du dich nur nach vorne geworfen, irgendwie das Hinterrad noch mitzunehmen. Aber du bist noch entfernt davon, wie bei einem Bunny Hop, deine Sprungkraft zu nutzen und besser auf Hindernisse oder über Hindernisse zu kommen. Vielleicht, wie bei manchen anderen Mythenzerstörer-Themen jetzt, könnte es dann, dass ihr denkt, ja, ja, der Marc, der Vater in die Trainer, mit seinen spitzen Diskussionen hier um so ein paar einzelne Worte oder Anweisungen. Nein, es ist wirklich so, in den 12, 13 Jahren Vater in die Trainer sein, habe ich das live ganz oft erlebt, analysiert. Und dann ist es sogar häufig schon so, dass diese Bewegung nach vorne schon so oft wiederholt wurde beim Üben, dass eine Gewohnheit daraus entstanden ist. Und die muss man jetzt erstmal wieder zurücktrainieren. Also braucht man noch mal länger, um überhaupt den Bunny Hop, wo man richtig abspringt, zu lernen. Ja, deswegen ist das sehr, sehr ungünstig, dass sie am Anfang diesen Gedanken hatten, ich muss meine Hüfte zum Vorbau werfen. Jetzt gibt es kein Schwarz oder Weiß. Wenn ich jetzt so abspringe, in diesem Moment von diesem Bein noch gebeugt und dann springe ich ab und es fühlt sich bei mir für mich auch so ein bisschen an wie so ein Skispringer oder ist ja absolut okay. Wenn du nachher eine Videoanalyse siehst oder du spürst, dass du wirklich abgesprungen bist, also mit gestreckten Beinen am Anfang und dann im zweiten Teil, im dritten Teil der Bewegung erst dein Rad dann noch mehr mitgezogen hast, das ist doch alles super, gar kein Thema. Trotzdem möchte ich darauf aufmerksam machen, dass dieser Gedanke, man muss die Hüfte zum Vorbau bewegen, nicht nur zu Missverständnissen führen kann, sondern auch zu Sackgassen beim Bunny-Hop-Training. Ja, und da ist natürlich jetzt die Lösung, Step-by-Step das Trainieren. Wenn ihr noch gar kein Bunny habt, könnt, natürlich könnt ihr mein Online-Coaching schauen. Ich habe aber natürlich auch einzelne Videos. Macht gerne auch mal einen Kurs, wo ein Trainer mal drauf schaut, wo ist eure Bunny-Hop-Baustelle beim Üben. Dann ist es so, macht es doch wirklich Schritt für Schritt und isoliert. Mal nur das Hinterrad mitnehmen mit richtigen Sprüngen, nur das Vorderrad, verbindet das und so weiter und so fort. Das kennt ihr alle aus den Fahrtechnik-Videos. Und bei dem Part mit den Hintern mitnehmen, konzentriert euch mal darauf, dass ihr wirklich auch springt und nicht nur kurz Ferse hochzieht oder nur kurz euch nach vorne werft. Das wäre so mein Tipp. Arbeitet mit dem Handy, einfach mal zack an die Seite legen oder einen Kumpel, Freund, Freundin in die Hand drücken. Dann könnt ihr das ganz schnell gucken, wie sieht es bei euch aus. Ist da noch Potenzial im Bunny Hop? Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir haben jetzt diesen Mythos, Hüfte muss zum Lenker geworfen werden, auch zerstört. Und ihr könnt weiter üben. Viel Spaß damit.